Alpha Centauri. Hey Leute, was geht? Hier haben wir eine DJI Ronin und die kommt in einem Koffer, richtig cool. Wir machen jetzt hier ein Unboxing, was alles dabei ist bei DJI Ronin. Und gleich zu Beginn, der Koffer ist sehr, sehr praktisch. Ich finde es cool, dass so ein Teil mit Koffer gleich geliefert wird. Der ist zwingend notwendig, weil es echt schwierig ist, den zu transportieren. Ich schätze auch, wenn wir mal irgendwelche Auslandsaufenthalte oder generell irgendwo hinfahren müssen, ist es einfach top, einen richtigen Koffer zu haben, der das Ganze schützt. Und so gesagt ist das hier alles drin und wir schauen uns das jetzt hier mal genauer an. Wir sehen hier gleich zu Beginn, ich habe es schon mal ausgepackt gehabt, ich war mir nicht sicher, ob ich es hinbekomme, das direkt dann insgesamt zu zeigen. Fangen wir an, was brauchen wir als erstes? Hier haben wir den Akku und ihr seht auch sofort, wir können hier dann nochmal 1, 2, 3 Akkus dazu kaufen. Generell, der Akku soll anscheinend 4 bis 4,5 Stunden aushalten. Ich weiß natürlich nicht, für welche Kamera das gilt. Weil eine größere Kamera ist noch schwerer, deswegen wird der Motor mehr belastet. Und hier haben wir einen 3400 mAh Akku. Der ist wirklich top, auch gut verarbeitet. Das auf Seite. Dann, wir haben generell das Gesamte mit Batterien bekommen. Also Batterien im Sinne von, das komme ich gleich dazu, zur Fernbedienung. Hier in das Beutelchen habe ich schon mal die Imbusschraubenschlüssel reingemacht. Die sind auch wirklich nochmal extra markiert von DJI. Also ich verstehe schon, warum das Ding so teuer ist. Es ist irgendwie, an jedem Bauteil muss es dran stehen, dass es von DJI ist, also DJI. Und hier haben wir nochmal für die Henkel quasi Quick Releases, die man dann auch schnell abmachen kann. Die haben hier Schraubverschlüsse, das heißt, wir können sie auch woanders befestigen und damit wäre es zum Beispiel auch am Auto befestigbar oder sowas. Solche Ideen sind damit machbar. Dazu kommen wir nachher auch noch, das ist zum Objektiv vorne drauf abstellen. Und was ich sehr praktisch finde, wir haben 4 Schrauben. Am Anfang habe ich die gesucht zum Beispiel. Die sind dazu da, das ist ein Tripod quasi, also von der Schraube her. Die kleineren sind halt zum Beispiel für eine Spiegelreflex, für die kleineren Kameras und es gibt auch größere. Und manche Kameras, wenn sie halt größer sind, haben dann auch größere Schrauben und sogar 2, damit sie einfach befestigt sind, also richtig stark befestigt sind. So, das ist auch sehr schön. Dann haben wir generell, das ist die Einheit quasi, die das Ganze dann steuert und lenkt. Und die sind auch gut befestigt mit irgendwelchen Bändern, damit es natürlich nicht verrutscht beim Transportieren. Dazu schauen wir uns später auch genau mehr an. Das ist schon aufgegangen. So, lala. Und dann haben wir hier ein gesamtes Fach. Und das können wir hier rausholen. Und dann sehen wir unten noch mehr vom Ganzen. Hier sehen wir noch den sogenannten Tuning-Ständer. Darauf wird das Ganze kalibriert. Schauen wir uns später auch an. Und wir haben noch das Netzteil. Da kommt dann Klappe auf und die Ronin wird daran geladen. Und was ich auch sehr praktisch finde, gerade weil man es ja auf die Reise mitnehmen kann, wir haben einen europäischen Stecker oder eigentlich einer der meist verbreiteten Stecker. Dann haben wir hier noch einen amerikanischen Stecker, ein USB-Kabel. Oh, jetzt hoffe ich, ich habe nichts Falsches gesagt. Das sieht irgendwie aus, als wären die beide gleich. Prinzipiell haben wir dann noch einen Adapter. Hier. Das ist, glaube ich, das australische Modell. Und es gibt noch einen englischen Stecker. Und dann haben wir quasi für alle Länder, die man sich denken kann, haben wir einen Stecker. Dann haben wir natürlich diese Platte, die Justierplatte, die ich nie rausbekomme. Ah, jetzt geht's hoch. Und zwar, da wird dann die Kamera dran geschraubt. Vorne dran kommt dann fürs Objektiv die Halterung, wenn man sie braucht. Und auch sehr, sehr cool, wir haben hier die Fernbedienung, ist auch sehr schön verpackt quasi, also damit das natürlich nicht kaputt geht. In Schwarz. Dann noch
diese Dinger hier. Nochmal das gleiche auf jeden Fall. Und die sind hinterher dazu gedacht, quasi wenn ihr zum Beispiel einen Vollerfokus habt, könnt ihr das hier hinschrauben und dann habt ihr vorne eine Verlängerung, eine Stange dran. Auch sehr, sehr praktisch. Und zu guter Letzt haben wir noch unseren gesamten... hier die Halterung und die kann man sich dann auch selber einstellen, ganz praktisch. Und das wäre es generell beim Unboxing. Die Box ist wirklich praktisch. Sie hat noch Platz für andere Dinge, also ist erweiterbar. Wir können noch gewisse Zubehörteile einkaufen, einsetzen und auch mitnehmen. Brauchen dann also nicht extra noch irgendeinen Koffer oder was auch immer. Und es wäre auch noch ein bisschen Platz, also man könnte noch, ja, von der Kamera noch vielleicht das Ladekabel reintun und so und spart sich dann in einem anderen Koffer vielleicht Platz oder generell braucht einen zweiten kleineren Koffer. Wir fanden das sehr, sehr praktisch und deswegen war das für uns auch die Wahl, wieso wir die DJI gekauft haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt hier auch zu Teil 2 kommen und dort zeige ich dann genau, wie man die Kamera das erste Mal zusammenbaut. Und es gibt noch mehrere Teile und die kommen nach und nach. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.